oaad.de. One app a day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüße und Hallo und Willkommen zu einer neuen One App a Day Folge mit einer Android-App, einem Widget, und die App heißt Launcher Widget. 996 Kilobyte groß, aktuelle Versionsnummer 0.46, erforderliche Android-Versionsnummer 5.0 oder höher. Und es gibt anscheinend einen In-App-Kauf, auf den ich noch gar nicht gestoßen bin, 1,69 € pro Artikel. Und bei 773 Gesamtbewertungen haben wir eine Durchschnittssternbewertung von 4,255 Sternen. Das Widget zeigt alle eure installierten Apps als ein kleines Icon. Das ist ein Ganzseiten-Widget. Also was ist das? 5x5, 6x6, je nachdem. Irgendwie. Und wenn ihr dann innerhalb dieser kleinen Icons seht, oh, die App möchte ich starten, dann tappt ihr darauf und dann werden insgesamt 9 Icons größer angezeigt und wenn ihr nochmal drauf tappt, könnt ihr es halt starten. Das Widget speichert die Position von den Icons und updatet die Liste von den Apps, genau wie der App Drawer. Ihr müsst halt nicht in den App-Drawer gehen, sondern habt ihr auf einer Seite irgendwie dieses Launcher-Widget, dann habt ihr halt alle parat. Und das ist irgendwie eine ganz witzige Art, finde ich jedenfalls, Apps zu starten. Dann kann man theoretisch auch einfach sich auf eine Seite dieses Widget knallen und darüber dann alle Apps starten, wenn einem das irgendwie Spaß macht oder auch was anderes damit tun. Auf jeden Fall ein sehr nettes Widget, finde ich. Launcher Widget. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.